Hallo meine Caramels, hier ist Melly. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video gebe ich euch 25 Tipps, wie ihr abnehmen könnt ohne Hunger, ohne Diät und ohne Sport. Wenn du von mir regelmäßig coole Tipps und Tricks zum Thema Abnehmen ohne Hunger oder Verzicht haben möchtest, dann drücke am besten jetzt gleich auf den roten Abo-Knopf, um ein- bis zweimal pro Woche Fresh-Videos wie diese zu bekommen. Und drücke dabei auch gleich auf diese Klingel bzw. Glocke, um sofort informiert zu werden, wenn ich ein Live-Video mache oder das neueste Video hochlade. Esst gesunde Fette, anstatt fettfrei zu essen. Denn gesunde Fette machen uns satt und verhindern, dass wir den ganzen Tag über ständig snacken. Anstatt komplett auf Zucker zu verzichten, um abzunehmen, benutze stattdessen gesunde Zuckeralternativen wie Honig, Ahornsirup oder Kokosnusszucker. Trinke ausreichend Wasser, auch wenn sich das etwas langweilig anhört, aber dein Körper braucht Wasser, um auch den Stoffwechsel anzuregen. Trink daher mindestens 3 Liter Wasser pro Tag. Anstatt normale Speiseöl und Pflanzenöle zu verwenden, verwende lieber das gute und gesunde Kokosöl. Und wenn du mehr über Kokosnussöl erfahren möchtest, habe ich dazu bereits auch eine Playlist erstellt. Fange an, dein Gemüse und dein Essen mit Kräutern und Gewürze zu würzen. Damit das gesunde Essen, das gemüsige Essen richtig gut schmeckt, einfach eine Handvoll Kräuter, Gewürze, das war's. Anstatt normalen Tafelsalz zu benutzen, benutze lieber Himalaya-Salz. Das ist ein rosanes Salz und besitzt über 80 Spurenelemente, die unser Körper braucht. Wiege dich bitte nicht mehr täglich. Verbanne deine Waage aus deiner Wohnung. Gib sie irgendjemand, versteck sie im Keller, irgendwo in der Garage. Du brauchst keine Waage, denn wie deine Kleidungsstücke an dir passen, ist ausreichend genug, um dir zu sagen, ob du abgenommen hast oder zugenommen hast. Und die Nummer an der Waage soll nichts über deinen Selbstwert aussagen. Also benutze bitte keine Waage mehr. Lerne deinen Körper so zu bewegen, wie es dir Spaß macht, anstatt zu denken, dass du Fitness-Workouts machen musst. Und wenn du das gerne machst, das ist die eine Sache. Aber wenn du dich dazu zwingen musst oder quälst, wird es dir sowieso langfristig nichts bringen. Bewege lieber deinen Körper so, wie es dir Spaß macht. Nehme dir täglich 10 Minuten Zeit, um zu meditieren. Jetzt fragt ihr euch, Melly, was hat es mit Abnehmen zu tun? Meditation wird deinen Stress, den du alltäglich verspürst, extrem reduzieren. Und wenn du weniger Stress empfindest, dann schüttet dein Körper auch weniger Cortisol aus. Und das ist das Fettspeicherhormon. Also jeden Tag ca. 10 Minuten meditieren. Benutze alternative Pastasorten. Also du musst nicht komplett auf Nudeln verzichten, aber benutze nicht die normalen Weizen- oder Vollkornnudeln, sondern investiere etwas Geld und kauf dir zum Beispiel Nudeln aus Kichererbsenmehl oder Erbsenmehl oder Buchweizenmehl. Oh, und schaut mal, wer vorbeigeschaut hat. What's up? LissyDeliciousBeauty.de. Ich glaube, sie hat auch ein paar Tipps für uns. Ja, genau. Nehme nicht den Aufzug nach oben, sondern lieber die Treppen. Das trainiert den Booty. Und wenn du den Aufzug nimmst, dann den Aufzug nach unten. Das schont deine Gelenke. Word up! Mache lieber deine eigene Salatsoße, denn die gekauften Salatsoßen haben in der Regel sehr viel Zucker drin oder Sonnenblumenöl. Und diese Sachen sind nicht gut für deinen Abnehmerfolg. Koche zu 90% deine Mahlzeiten selbst. Da kannst du sicher sein, dass du genau weißt, was drin ist, dass die Sachen gut für dich sind, gut für deinen Abnehmerfolg und deinen Wohlfühlerfolg. Yo. No, I only looked at one. You need to keep it open. You can stay here though. Okay. Übe lieber Selbstliebe anstatt Selbstkritik. Versuche deine eigene beste Freundin zu werden. Wenn du mit deinem Körper im Einklang bist, dann wirst du auch viel schneller abnehmen, als wenn du ständig gegen deinen Körper arbeitest. Word. Vergesse bitte die alten Diätregeln aus den 80er und 90er Jahren.
Vergesse es, weniger zu essen. Das ist nicht wichtig. Und extrem viel Sport ist auch nicht wichtig. Es ist wichtig, dass du dich mit neuen Informationen sozusagen zuballerst, damit du das alte, falsche, was du bis jetzt gelernt hast, einfach vergisst. Fülle deinen Teller bis zur Hälfte aus mit Gemüse. Warum? Also anstatt einen kleinen Teller zu benutzen, die Hälfte vom Teller mit Gemüse, weil dann hast du viel Ballaststoffe und das macht dich mehr satt und dann isst du automatisch auch weniger Kohlenhydrate, weniger Fleisch. Dein Körper braucht Gemüse, Mineralstoffe und Vitamine. Versuche möglichst bis 22 Uhr ins Bett zu gehen, denn zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts schüttet dein Körper Hormone aus, die dir bei der Fettverbrennung helfen. Aber auch nur, wenn du in dieser Zeit schläfst. Trinke gleich nach dem Aufstehen ein großes Glas Zitronenwasser. Das wird dir helfen, wach zu werden. Dein Körper hat 8 Stunden oder länger kein Wasser zu sich genommen und deine Zellen brauchen dies, um ja funktionieren zu können. Von dem her trinke ein großes Glas Wasser, das wird dir helfen, mehr als ein Kaffee das je tun kann. Ganz wichtig ist, dass du anfängst beim Supermarkteinkauf die Zutatenliste deiner Produkte zu lesen, um heimliche Dickmacher zu um heimliche Dickmacher zu entlarven. Setze dich bitte um Gottes Willen nicht mit ständigen Kalorienzählen unter Druck. Denn viel wichtiger als die Anzahl deiner Kalorie ist die Qualität deiner Kalorie. Also wo kommt die Kalorien her? Kommt sie von einer Tüte Chips oder kommt sie von einer Handvoll Brokkoli? Das ist viel, viel wichtiger als die Kalorienzahl an sich. Jo. Und jeder, der dir was anderes erzählen will, ist noch in der alten Denkweise. It's time to move on, people. Booyah. Move on, mother, move on. I went there. Vermeide den Gang zum Bäcker. Führe dich überhaupt erst nicht in Versuchung. Also geh bitte nicht mehr zum Bäcker, wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Abnehmen. Denn da gibt es wirklich nichts, was dir dabei helfen wird. Und vermeide diese typischen Frühstückssachen wie Cornflakes, Müsli, Fertigmüsli, Brötchen. Diese Sachen helfen dir auch nicht, wenn du wirklich erfolgreich abnehmen willst. Konzentriere dich lieber auf Sachen wie Gemüse, Proteine wie Eier oder Haferflocken, wirklich vollwertige Kohlenhydrate. Und wenn du ein paar Frühstücksideen noch haben möchtest, komm einfach auf meinen Blog caramelsecrets.de, lade das kostenlose Rezeptheft herunter, da sind über 7 verschiedene Frühstücksideen. Wenn du Obst essen möchtest, dann tu dies am besten am nüchternen Magen, also kurz nach dem Aufstehen, zum Frühstück, denn dann kann dein Körper viel besser die ganzen Mineralstoffe und Vitamine, die darin enthalten sind, überhaupt verwerten. Beim Obst ist auch noch wichtig zu sagen, vermeide die Obstsorten, die einen hohen glykämischen Index haben. Und ich weiß, ja, Banane ist einer meiner Lieblingsobstsorten auch, aber dann lieber nur eine halbe Banane oder in einen Green Smoothie mit verarbeiten. Besser sind da Beeren, Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren. Diese haben einen niedrigen glykämischen Index und die sind besser, um deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und nämlich, wenn der Blutzuckerspiegel stabil bleibt, dann produzieren wir auch weniger Bauchfett. Und haben weniger Heißhunger. Word. Was auch wichtig ist, ihr müsst nicht ständig auf süße Waren und süße Sachen und Leckereien verzichten, wenn ihr abnehmen wollt. Ist halt nur wichtig, dass ihr das aus gesunden Zutaten zu Hause schnell selber macht. Ein Eiskonfekt? Zum Beispiel so ein leckeres Eiskonfekt. Don't mind if I do. So, jetzt haben wir schon 25 Wege, wie ihr ohne Sport und Diät schnell abnehmen könnt. Und jetzt haben wir noch einen Bonustipp für euch.
Ihr müsst nicht immer Low Carb gehen und komplett auf Kohlenhydrate verzichten, denn die meisten Kohlenhydrate sind auch in Gemüse enthalten. Aber ihr könnt statt Low Carb, könnt ihr Slow Carbs essen. Zum Beispiel Süßkartoffeln anstatt normale Kartoffeln. Und wenn ihr mehr von meiner Schwester Lissy sehen wollt, sie hat auch einen Kanal, wo sie auch wertvolle Tipps gibt, nicht nur zum Abnehmen ohne Hunger und Genuss, aber auch zum Familie, wie kriege ich dazu, dass meine Kinder Gemüse essen, ein bisschen Family Vlogs, auch Beauty, Make-up, Natural Hair, solche Sachen. Ich verlinke ihr Kanal hier unten in der Infobox und auch oben. Und wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es hat für uns Spaß gemacht. Schreibt uns mal unten in den Kommentaren, wenn ihr noch einen Tipp habt, wie man ohne Diät und ohne Sport schnell abnehmen könnt. Vielen Dank, dass ihr das Video angeguckt habt. Und vergesst nicht, sei süß zu dir. Bis zum nächsten Mal. Eure Melli. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Word to the big bird. Word to the big bird. You cut so much out of this.